Ich habe heute mal vor, ein Video auf Deutsch zu machen. Und ich finde die Apps immer so cool. Ich mag das total gern. Ich finde es einfach schön und abwechslungsreich. Heute geht es um das Thema: Alles, was du heute tust, ist nur für dich. Hast du Kinder? Hast du einen Ehemann? Hast du eine Ehefrau? Hast du Partner? Hast du Eltern? Hast du Geschwister? Wie oft am Tag machst du etwas für andere und nicht für dich? Ich habe mir vorher Brötchen gemacht mit Avocado, getrockneten Tomaten, Senf und einfach schöne leckere Gewürze. Und das war so lecker und es hat so gut getan. Wie oft kochst du für andere und machst das beste Essen? Und wenn es um dich geht, dann machst du einfach so irgendwas schnell, schnell. Warum? Wenn du dich selbst liebst und etwas heute für dich tust, als Sternensaat du da draußen, das Narancia hier. Hallo Rudi. Hi Jackie. I know it's in German today, but I made a video in English, but this is about in German. And this is Narancia, my cat. So everything you do today is for yourself. That's what it is about, but I'm going to talk in German again. So alles, was du heute für dich tust, tust du nur für dich selber. Wie viele Sternensaaten da draußen lieben sich nicht selbst? Wie viele Sternensaaten da draußen haben Angst davor, egoistisch zu sein, wenn es einfach einmal, wenn's gut ist? Sternensaaten tun immer alles aus dem Herzen. Und selbst wenn du Kinder hast und denen mal sagst, heute nein, heute nicht, dann ist es gut, dann darf es sein. Und wenn du heute einfach nur alles nur für dich tust, dann ist es gut. Weil wenn du dich dafür entscheidest, dass du etwas nur für dich tust, dann kommt es aus dem Herzen. Und die Menschen um dich herum werden das spüren. Und neulich hatte ich das Thema mit dem Halschakra. Warum man eine Blockade im Halschakra hat oder warum hat man Menschen in seinem Umfeld, die einen anlügen? Ist doch ganz logisch. Wenn du dich jeden Tag verstellst und ständig Dinge tust, um geliebt zu werden für andere, von anderen, weil du dich selber nicht liebst und Dinge nicht tust für dich, das heißt, du verstellst dich, du lügst dich selber an und du lügst andere an, wenn du über dich redest, weil die anderen dich gar nicht kennenlernen, so wie du wirklich bist. Und automatisch blockiert es dann dein Halschakra, weil du deine Wahrheit nicht aussprichst, so wie du bist, wer du bist. Und automatisch ziehst du dann die Menschen in dein Leben, die dich auch anlügen, die nicht ehrlich zu dir sind. In Deutschland gibt es ganz viele Menschen, die super viele Versicherungen haben. Aber wie viele Versicherungen brauchst du denn wirklich? Geh raus aus der Angst, geh zurück in die Quelle, geh zurück in die Selbstliebe. Und vertrau dir selber wieder, vertrau dir dem Leben. Das Narancia. Das ist meine Katze. Und Tiere zeigen einem immer ganz besonders, wo man gerade steht. Wenn Tiere komisch auf dich reagieren, dann heißt es, du bist nicht in deinem Herzen. Wenn Tiere liebevoll zu dir herkommen, fremde Tiere und Babys, dann weißt du, dass alles gut ist. Egal wie dein Umfeld reagiert. Ganz viele Menschen haben Versicherungen da draußen, die sie gar nicht brauchen, einfach nur aus der Angst heraus. Stell dir mal vor, in Deutschland, alle würden aus dem Kollektiv rausgehen und sich von den Versicherungen verabschieden. Das heißt, die Menschen vertrauen sich selber wieder mehr, vertrauen dem Leben und gehen raus aus der Angst, haben mehr Geld für sich selber. Ich meine, klar, wenn du ein Auto hast, Autoversicherung. Oder wenn was ganz wichtig ist, natürlich. Aber wie viele Versicherungen sind denn total überflüssig? Neulich war ich, wir haben hier ganz viele Zenotten, das sind so eingebrochene Erdstellen, wo unterirdisch so Wasserteiche sozusagen entstehen, wunderschön. Und ich habe mich massieren lassen, da war eine Gruppe von Leuten, die hatten Unterricht, voll schön Musik, alles schön hergerichtet. Und wir waren da und haben uns massieren lassen, mega genial. Und dann war eine ganz junge Gruppe dort und die waren dort schwimmen. Sagt ja keiner was, ist ja ein Park, ist ja genug Platz für alle da. Aber als sie dann raufkamen, also die waren unten an der Senotte und die kamen dann hoch und standen ewig rum und wurden immer lauter. Und ich habe mir gedacht, Hackgut, nach 10 Minuten, jetzt könnten sie echt mal ruhig werden.
Und die müssten eigentlich mal gehen. Dann habe ich es visualisiert und energetisch und habe mir gedacht, ha gut, wieso gehen die nicht, wieso gehen die nicht? Und dann bin ich aufgestanden, habe gesagt, hört zu Leute, es ist voll rücksichtslos, was ihr hier macht. Es ist voll unhöflich. Hier ist genug Platz für alle. Ihr könnt ja weiter weggehen. Ihr seht doch, dass hier unterrichtet wird. Ich habe an der Energie gesehen, wow, die sind erstmal erschrocken. Der eine wollte sich dann aufmucken und sich aufregen und mir sagen, dass ich unhöflich bin. Da sage ich, hör zu, eigentlich seid ihr unhöflich. Ihr seht doch, ihr habt ja Augen im Kopf und seht, dass wir hier was machen und ihr seid trotzdem voll laut. Und dann guckt er mich wieder an, dreht sich um und sagt, hast du ein Problem? Und ich gucke ihn an und ich sage, nee, hast du ein Problem? Ich musste mich nicht verdrehen, ich habe ihn einfach angeguckt, aber er musste sich umdrehen, um mich zu sehen. Also dachte ich mir, okay. Auf jeden Fall sind sie dann alle aufgestanden und sind gegangen. Ich hatte dann schlechtes Gewissen, habe mir gedacht, Agathe, wieso hast du das jetzt gemacht? Aber ich habe das Richtige gemacht, das weiß ich. Und trotzdem habe ich mich schuldig gefühlt. Der Punkt ist, dass ich dann mit einer Freundin, mit meiner besten Freundin gesprochen habe. Ich habe dann gesagt, hör zu, das und das ist passiert. Ich fühle mich überhaupt nicht gut und ich bin irgendwie voll erschrocken und fühle mich gar nicht gut. Und hat sie gesagt, Mann, Agathe, du hast die Energien umgedreht. Die Energien von denen kamen in eure Richtung. Du hast was gemacht und du hast die Energien umgedreht. Und dann habe ich erstmal realisiert, oh mein Gott, wow. Ich habe die Kraft und Macht aus meinem Herzen heraus, aus der Liebe heraus, Energien umzudrehen. Und deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um Schöpfer zu sein. Wir sind hier, um mit den Energien zu arbeiten. Und wir sind hier, die Dinge zu verändern und die Wahrheit auszusprechen. Und als ich dann verstanden habe, dass ich eigentlich vor mir selber Angst bekommen habe, habe ich mich viel besser gefühlt. Weil ich gemerkt habe, ich brauche doch keine Angst vor mir zu haben, weil es kam von einem guten Ort, es kam von einem ehrlichen Ort. Also, liebe Leute da draußen, welche Versicherungen braucht ihr wirklich? Wenn ihr die Wahrheit aussprecht, habt ihr Angst vor eurer eigenen Macht? Alles, was du heute tust, ist nur für dich selber. Sei ehrlich und aufrichtig zu dir, sei liebevoll zu dir. Sei eine Sternensaat und fühl dich nicht schuldig dafür, dass du egoistisch bist. Es ist gut, egoistisch zu sein und dich nicht aufzuopfern. Fang heute bei dir an. Wer macht mit? Ich habe bei mir angefangen. Liebe Grüße! Hi Rico, Alexandra, hi Sheva, hi Howard. I know it's in German, not in English, but next time I might do something in English. Bye!